Hey Leute, mein Name ist Manu Thiele und hier auf YouTube rede ich ganz viel über Fußball. Dazu passt auch mein Lieblingsfilm der letzten Jahre und deshalb habe ich dieses Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft an, Pelé. Da geht es um das Leben des wahrscheinlich größten Fußballers aller Zeiten, ein echter Künstler am Ball, der magische Momente kreiert hat. Dank ihm erlebte der sogenannte Ginga-Stil einen riesigen Hype. Der Film startet in der Kindheit von Edson Arantes do Nascimento. Das ist sein voller Name. Als Neunjähriger kickt er mit seinen Freunden durch die Favela, als Ball dient er nur so ein alter Lumpen. Viele coole Tricks sind da zu sehen, einige auch in Slow Motion, dazu gibt es sehr coole Kamerafahrten und die passende Musik. Also dieses brasilianische Flair kommt total gut rüber. Erklärt wird auch, wie der Künstlername Pelé überhaupt entstanden ist. Keine Sorge, ich spoilere euch nicht, nur so viel. Als Kind hat er diesen Namen gehasst. Rassismus wird im Film kurz angeschnitten, das Thema Mobbing auch. Dazu gibt es einen schweren Schicksalsschlag, der zeigt, fast hätte Pelé mit Fußball aufgehört. Also die Karriere drohte zu Ende zu sein, bevor sie richtig begann. Die Beziehung zu seinem Vater wird im Film auch sehr wichtig. Als Kind verspricht er ihm nämlich, Papa, ich werde Weltmeister. Tja, und ihr alle wisst, das hat er geschafft. Bis heute ist Pelé der einzige Spieler, der dreimal Weltmeister wurde. Eine Szene im Film ist da ganz besonders wichtig. Nach der Schule hilft Pelé seinem Vater als Hausmeister. In der Pause sind sie gemeinsam im Garten und spielen mit den Früchten Fußball. Sie üben Tricks, schießen und sie versuchen mit einem Fallrückzieher eine Frucht vom Baum zu pflücken. Da lernt Pelé alles mit dem Fuß zu machen und eben nicht mit dem Kopf. Beim FC Santos und in der Nationalmannschaft sieht man dann die Identitätskrise, in der sich der Fußball zu dem Zeitpunkt in Brasilien befindet. Das Ziel ist, europäischen Fußball zu spielen, viel passen, taktisch arbeiten. Nun ja, aber das klappt nicht so richtig. Der Ginga-Stil ist nämlich in der DNA, sprich viel tricksen und kreativ sein. Ja, und dann wird auch noch die Geschichte dieser Fußballkunst erklärt. Mein persönliches Highlight im Film ist dann der Gastauftritt des echten Pelé. Er spielt zwar nur eine Mini-Rolle, aber das reicht komplett. Also positiv ist, die Kindheit wird filmisch total schön dargestellt. Das brasilianische Flair kommt gut rüber. Negativ ist wiederum, bei einem Biopic will man ja, dass es so nahe an der Realität wie möglich ist. Leider werden aber so ein paar Schlüsselmomente in der Geschichte gar nicht erwähnt. Zum Beispiel sein erstes Tor bei der WM 1958 im Viertelfinale gegen Wales. Wichtig ist, Tiefe in der Geschichte dürft ihr nicht erwarten. Es ist halt so ein typischer Fußballfilm, der von den schnellen Schnitten und den Fußballszenen lebt. Aber für mich ist es komplett okay. Das Leben von Pelé wird erklärt. Und es ist ganz klar zu sehen, wieso er ein so großer Fußballer war. Bis heute ist Pelé der jüngste Torschütze bei einer WM. Gerade mal 17 Jahre war er damals alt. Und dazu erzielte er in seiner Karriere 1283 Tore. Also, Fußballfans werden Spaß an diesem Film haben. Und natürlich kann man sich den auch mit der Familie unter dem Weihnachtsbaum anschauen. Also, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ho, 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 sagte Lil Wayne. Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back, dem Adventskalender von dem coolsten Filmkanal der Welt. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr keines der weiteren Türchen unseres Adventskalenders oder schaut euch doch den Kanal unseres Gastes an oder das letzte Türchen. Bis dann, mit mir, dem Eiper. Ho, ho, ho.